Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute das erste Mal mit Fortnite, ja. Wir zocken heute ein bisschen Fortnite, einfach just fahren mal ein bisschen rein. Und ja, wir gehen direkt, da wollte ich jetzt eigentlich nicht rauf, ich wollte eigentlich da hinten hin. So, wir gehen rein. Wir gehen natürlich nicht in Solo, wir gehen natürlich in, wir gehen in Solo, nicht in Duo, das wollte ich sagen. So, wir gehen natürlich rein. Let's go. Wir spielen heute mit dem Skin, ich weiß gar nicht, ja, frag nicht nach dem Namen. Wir spielen heute mit dem Skin Minjong, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. Ich hoffe mal, dass, ja, perfekt, das wollte ich jetzt eigentlich nicht drücken, egal, kann ich aber nochmal schnell was einstellen. Ich hoffe, wir reißen hier irgendwas. Ich hoffe natürlich, wir können den Win holen, was nicht passieren wird. Das weiß ich jetzt schon, es wird nicht passieren. Ja, ich bin einfach mal gespannt, vielleicht können wir es reißen, den Win zu holen. Vielleicht auch nicht. Würde mich nicht wundern. Ist aber auch egal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der Runde. Bis gleich. So, und da sind wir schon in der Runde. Wir sind jetzt zwar in dem Bus gespawnt, aber egal. Ich würde sagen, wir landen mal fett irgendwo außerhalb. Digga, ich habe keinen Bock, gleich direkt zu verrecken. Ich hoffe, dass ich mich einfach hier suchen kann. Wenn da halt nichts ist, original, aber egal. So, falls es ein bisschen laggen sollte, das liegt dann einfach daran, dass wahrscheinlich irgendwie irgendwas im Hintergrund auf ist, was ihm nicht so gefällt, also mein PC halt. Und halt, es ist generell auch ein bisschen laggy in der ersten Runde bei mir. Ich bin ja fett hier hinten. Und hier habe ich meistens immer die geilsten Waffen. Also wirklich, aus dem Haus kriege ich meistens richtig geile Waffen. Deswegen gehe ich hier voll gerne hin und hin. Ah, wir machen schon mal Sniper-Money. Heißt, wir kriegen auf jeden Fall schon mal eine Pumpgun, die ich mag. Das ist schon. War mies, die Backrooms geguckt, um die Kiste aufzumachen. Oh, irgendwie das Gefühl, hier ist auch schon jemand. Also hier ist noch einer mit mir. Kann mich natürlich auch täuschen. Das wäre natürlich sehr schön, wenn ich mich nur täuschen würde. Dass ich hier nicht gleich komplett gegorgt werde von hinten. Oder den anderen Mini hole ich weg, der hat den mitzunehmen. Ey, ich hab keinen Schlüssel. Oder was sind da überhaupt? Boah, die finde ich halt geil, die Waffe hier. Boah, ich glaube, ich würde dann eher die MP mitnehmen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, falls das hier tatsächlich online kommt. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese DMR findet. Weil ich muss ja ehrlich sagen, ich finde die DMR komplett scheiße. So, sorry, aber Digga. Wer spielt bitte mit dieser verschissenen DMR, Digga? Ich hasse diese Waffe. Ich kann mit der überhaupt nicht umgehen. Dann sollen die lieber dieses halbautomatische Scharfschützengewehr wieder reinbringen, Digga. Damit kann ich brutal gut umgehen. Mit dem halbautomatischen Scharfschützengewehr, Digga. Mit dem bin ich mies gut. Mit dem treffe ich fast jeden Hit. Achso, nicht wundern, falls die Spieler so, ich sag jetzt mal Bots sind oder so. Oder halt einfach schlecht, dann liegt das einfach an meiner Lobby. So. Dann liegt es einfach an der Lobby. Aber kann ich da runter springen? Safe, oder? Probieren geht immer studieren. Ja, hat geklappt. Ich hab dich ganz kurz tot gesehen, ne? Möchte ich kurz sagen. Ich hab ganz kurz gesagt, ich sterbe jetzt. Ja, ich habe natürlich kein Geld dafür, ne? Aber na, oder? Ich bin Geld zum Verschissen, Sniper. Das Item muss ich noch mal. Egal, komm, bitte, da muss ein Sniper rauskommen. Ja, Gold nehme ich auch. Genug Gold? Natürlich nicht. 9 Gold. Dein Ernst? Ja, ich krieg hier auch wahrscheinlich nicht mehr genug Gold raus, dass ich überhaupt. Ja, dass ich
überhaupt da die Sniper bringen kann. Weil wenn ich Glück habe, ist da oben eine Kiste und da kriege ich noch Gold raus. Aber Zone? Ah, oh, easy, Bruder, easy. Zone ist eh hier bei mir. Von daher. Da kann ich am mies entspannt chillen, Alter. Wieder ein neues Feld. Ey, bitte. 88 habe ich immer schon. Ich brauche also nur noch 12 Gold. Also praktisch gesehen zwei Kisten brauche ich noch. Dann habe ich 18 Gold insgesamt gesammelt noch. Nee, doch, ja doch, 18 Gold, ja. Der einfach gerade mies bei kommt, Alter. Mein Kopf war gerade mies von Nidasky. Ich bin mit dem Nidasky. Nein, bin ich nicht, Leute. Bevor das jetzt hier irgendeiner glaubt. Ich kiffe nicht. Ich werde es auch lieber machen. Ich glaube, das ist generell einfach nichts für mich so. So, weil, I mean, man hat da nichts von so, ne? Das hatte ich aber auch schon mal in einem Video erwähnt. Dass ich da nie mit anfangen werde. Und ihr solltet da auch nicht mit anfangen, so, ne? So, ich weiß, so, ich bin jetzt kein Vorbild. Ich bin für die meisten wahrscheinlich nicht kein Vorbild und so. Ich bin wahrscheinlich einfach nur irgendein random 0815 Dude, den ihr auf YouTube guckt. Ey, Faber, danke für die Sniper, Bruder. Aber gönn halt kein Gold. Ich muss auch bedenken, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie hier die Waffen switch oder so, dann liegt das einfach daran, dass ich auch die Maustaste kann. Ja, weil ich steuere nämlich die Waffen gesehen über die Maustaste, die ich auch. Ja, ich kann mit der Waffe nicht umgehen. Ich brauche immer noch 18 Gold, ne? Ich will diese scheiß Sniper haben da unten. Aber wo waren die überhaupt? Die war. Waren die überhaupt? War die hier hinten? Ja, hier war die, ne? Ja, hier. Ich markiere mir das mal, damit ich da gleich wieder hinfinde. Ich brauche ja nur noch 18 Gold. Theoretisch brauche ich nur 12 Gold, aber ich finde hier kein Gold. Die droppen das noch nicht, die gönnen nicht. Und diese Quallen geben kein Gold, das weiß ich schon tatsächlich. Ja, ich werde jetzt einfach mal die eine Runde hier aufnehmen und dann mal testen, ob die Aufnahme laggt oder nicht. Wenn nicht, dann gibt es fett noch mehr Folgen. Digga, gönn das Gold. Okay, wir brauchen nur noch 3 Gold. Wenn ich Glück habe, ist da hinten eine Kiste. Oh, warte mal, bitte. Weil ich will dieses scheiß Sniper haben, ey. Weil, warte mal, war die Sniper vorhin nicht auch nur eine blaue? Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, das war nämlich auch nur eine blaue. Weil tatsächlich, Digga, kack auf die Sniper, Digga. Ich habe eine fertig. Das war fett. Aber trotzdem ist hier. Oh ja, eine Kunde helfen. Wobei, warte mal, ich gehe da noch mal hin. Ich schau mal, was das für ein Sniper ist. Wenn das jetzt tatsächlich nur eine blaue ist, Digga, dann kotze ich, Digga. Dann habe ich umsonst Gold gesucht, einfach. Weil ich wüsste jetzt, wobei, ja gut, ich könnte ja die Waffen aufleveln und so mit dem Gold, ne? So auf blau, lila, Gold. Klar, ich könnte die halt aufleveln, so. Aber ja, boah, was bringt mir diese? Bring mir diese Level-Karte. Was gibt's? Fluffy Muffin 8. Ich finde manchmal wirklich, die Leute haben mit diesem Game einfach die übelst geilen Namen so. So übelst funny Names einfach. Ich weiß nicht, soll ich doch kurz mit der KTM runter? Ja, doch. Ich fahr da immer mit der KTM hin. Ich weiß, es ist keine originale KTM. Wäre glaube ich, lizenzmäßig nicht möglich. Boah, es wäre tatsächlich nur eine blaue. Ja gut, Digga. Ich muss wissen, Meister, wo sind denn hier welche? Ah, da hinten, let's go. Das war dann. Ich fahr mal rüber zu den Schlüsseln, mal gucken, was da gibt. So, und wenn Zone kommt, kann ich eh abbauen. Ich hab eh kein Geld. Ja! Let's go, Alter! Na! Geht mal fett her, Digga! Geht mal fett her! Ne, wobei, ich bleib den bei dem Rotpunkt. Vielleicht krieg ich die sogar nochmal in einer besseren Dingens, in einer besseren Version. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht krieg ich die gleich noch in vielleicht kriegst du gleich ein Ding. Oh, let's go, wir können uns noch was holen von London. Let's go, vielleicht ist das sogar. War das nicht sogar eine? Ich glaube, da war sogar noch ein Rotpunkt, ne? Hä?
Ja, aber die Lila und MP. Komm, ich nehme die MP mit. Ich mag die MP. Ich finde zwar die andere besser. Die andere MP. So, wir fahren wieder rum. Ich fahr wieder rum. Ich fahr wieder rum. Ich fahr wieder rum. Ich fahr wieder rum. Tschüss, Gott. Ich hab krass keinen Bock auf die. So. Aber wir sind eh noch in der Zone, aber trotzdem. Okay, hier war jemand, hier war jemand. Lagerfeuer ist nämlich schon weg und die Munitionskiste ist auch gut. Und ich weiß, dass ich dann nicht mehr. Bleib doch stehen! Stimmt nicht mit dir, Digga. Bleib doch stehen! Oder hinten wird gefightet. Bitte bleib stehen, bleib bitte. Ey! Gottlosen! Der wird gesniped, aber von wo? Ist da nicht gerade mal einer lang gelaufen? Ich gehe mal in das Haus da rein. Gut, soweit ich das mitbekomme, fängt am 9., also sogar dem Freitag, wenn das richtig so ist, fängt auch die nächste Season an. Wenn ich das richtig mitbekomme. So fett ein Wegsnipen, ne? Oh, liegt da neben dem Tisch? Ey, also nur eine blaue MP. Leute, ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche MP feiert ihr mehr? Die Doppelmagazin, die Zweifachmagazin MP oder die normale SMG? Oder spielt ihr eher mit dieser Glock 18? Das würde mich mal interessieren, mit was ihr eher spielen würdet. Oder mit was ihr sogar eher spielt vielleicht. Würde echt mal interessieren, mit was ihr so zockt. Ey, ich sehe schon nicht wirklich so was. Was ist das denn? Ja, wird noch einen grünen Hass. Fett und Shotgun wechseln. Oh mein Gott, Digga, ich dachte gerade, der ist bei mir. Ich hab grad ein bisschen Paranoia, ne? Vor allem kommt die Zone gleich, ne? Das triggert mich gerade noch viel mehr. SMP-Muni brauche ich jetzt auch nicht. SMP ist eh voll. Okay, Zone kommt. Ich hau damit ab. Ich versteck mich immer ganz kurz. Jetzt guck mal, ob der Bär vielleicht kommt. Ja, dann könnte ich ihn nämlich so wegsnipen.
Aber okay, wir gehen jetzt mal weiter, wir gehen jetzt mal weiter. Okay, einfach random Rauch, ohne dass er wurde. Oh Bruder, du hast mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Ey, ich treff nix, ich treff nix. Oh mein Gott, Digga. Huh. Ich hab grad gefettfingert seinen Vater. Oh mein Gott, Digga, hab ich grad gefettfingert. Huh. Ich hab grad noch mehr gefettfingert als jemand sonst in meinem Leben. Kann ich dich mitnehmen? Kann ich dich führen? Nein. Schade, Bro. Du wärst gut gekommen in meinem Keller. Slaver ich. Aber dass der Typ mir auch keinen Hit gegeben hat, ne? Boah, Digga, lass mal fett weg, Digga. Junge. Nee, 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 nee. Das. Nee, 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 nee. Nein, Seh ich nicht ein, Bro. Seh ich nicht ein. Vor allen Dingen, der Magger guckt mir immer noch zu, ne? Oha. Boah, der dachte, der Typ, der mir gerade zuguckt, denkt sich gerade auch nur so, ey, bitte verreck an dem Typen. Und dann sieht er so Sturf. Sturf verreckt dich in dem, gegen den Mager. Das Problem ist, sind 10 Leute, die ich noch die ich noch überleben muss, so gesehen. Boah, da sind noch Schlüssel. Da kann man mal gucken. Was gibt's da? Ist da was Geiles? Nein, nein, hier gibt's so Scheiße, Bruder, was ist das? Wobei, warte, ich switch AR, ah, ja, ich switch AR. Ah, ja. Ich hätte doch bisher, Digga. Komm. Okay, da hinten ist ein Fight. Gehen da mal hin. Ai, ja, nee, Bruder. Die sind auf der Insel, Digga. Verpiss dich. Nee, Digga. Nee, danke. Lass mal, Bro. Lass mal, Bro. Danke. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Brauch kein Loot. Warte mal, können wir da vielleicht mal einen abstauben? Chillen, ne? Es hört sich auf jeden Fall an, als wären die auf der Insel drauf. Egal, wir schauen gleich, wir schauen gleich, wir schauen gleich. Erstmal ganz bluten. Scheiß Drecks DMR, Digga. Braucht kein Mensch. Also jeder kann ja mit den Waffen spielen, die er möchte, so, aber Bruder, jeder der mit DMR spielt, Digga, weiß ich nicht, Digga. Ich kann mit der Waffe nicht umgehen. Oh, ich dachte gerade die Zone, Alter. Ich dachte gerade, ich bin in der Zone drin und dabei war das einfach nur dieser Effekt von der Waffe. Okay, Moment, ist ruhig. Okay, 7 Leute leben noch. Ja gut, also mit mir halt 8, ne? Aber insgesamt, die ich jetzt noch so gesehen schaffen muss, sind 7, ne? Und ich habe dezent Schiss, Bro. Ich habe dezent keinen Bock. Warte mal, was ist denn das da unten? Ich geh da mal hin. Ich nehme mal die Shotgun in die Hand, ne? Anders. Platzieren? Platziere? Was? Seismograf? Was? Was, Bro? Wo wäre der nächste? Der nächste wäre wahrscheinlich irgendwo in der Zone. Okay, es leben nur 6 Leute jetzt. Die sind aber wahrscheinlich alle drüben in der Zone, deswegen ich gehe auch mal hin. Vielleicht schaffe ich es irgendwo, irgendwie vielleicht in der letzten, in dem Final, in dem finalen Battle da gegen den letzten, wenn ich da überhaupt reinkomme. Ich hoffe, das ist der Drift, Digga, ganz ehrlich. Hau ab, Drift, Alter. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bitte hab mich nicht gesehen. Bitte hab mich nicht gesehen. Bitte sieh mich nicht. Okay, der schießt schon. Ich weiß leider nicht von wo. Auf jeden Fall irgendwo hinter mir. Ah, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ne, das ist er nicht, das ist er nicht. Ein anderer. Ich geh mal fett kurz hier drin, Fettfinger, ne? Munition brauche ich halt eigentlich nicht, ne? Ich bin an sich cool. Da hinten wird gefightet.
Theoretisch könnte ich mich da in dem Match jetzt ein. Digga, ich chill mal ganz kurz in den Bull. Ey, sorry Leute, falls die Tech-Shots ein bisschen kacke sind. Ich kann da leider nichts für, musste ich leider so einstellen, damit ich es überhaupt flüssig spielen kann. Damit ich überhaupt irgendwie auf 60 bleiben kann, was die FPS angeht. Also, es tut mir wirklich leid. Da vorne ist irgendwo einer, ne? Ich habe absolut keinen Bock, dass er mir gleich so einen fetten Headshot gibt. Oh, Alter. Okay, gerade hat es ein bisschen gelaggt. Ich kann gucken, ob ich den abfangen kann irgendwie. Wayo, mach mal nicht diesen. Da vorne. Das war ein 20er. Stimmt, einfach mit dem Spider-Man halt. Junge, wie viel Schaden macht diese scheiß Zone, Digga? Das ist ja nicht mehr witzig. Okay, ich bin in der Zone. Ich chill jetzt einfach meine Eier, Digga. Ich misch mich jetzt krass nirgendwo ein. Okay, gottlos gerade, gottlos. Okay, da hinten ungefähr ist die Endzone. Okay, da oben muss einer. Wenn ich Glück habe, piekt der raus und ich kann ihn wegsnipen. Aber nur mit richtig fett Lack, Alter. Und da drin. Bleib doch stehen. Nein. Ich muss auch gleich weiter, ne? So in die Zone rein. Geh mal fett meine Eier lecken, Digga. Ich bin da mal rausgekommen, ne? Ich bin in der Zone. Oh mein Gott, war das eine kacke Idee. Nee, ich bin nicht in der Zone. Wow. Fett auf Spider-Man-Item. Oh mein fucking Gott, Digga. Lack, hier war doch gerade einer. Ich muss da mal rein. Oh! Egal, Digga, GG's. Hey, Junge, was zum Teufel. Hey. Aber das war eine stronge Runde, Digga. Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Alles verlinkt. Dies, das, Ananas. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video, was auch immer ich dann hochlade. Haut rein. Bis denn. Tschüssi.